Ja, Saft und Ehre, meine lieben Freunde. Wir sind zurück bei Gothic 1. Das ist Aufnahme nochmal am selben Tag wie die letzte Aufnahme. Heute am 18.8. Okay, ich habe da gerade irgendwie Lust, das zu sagen. Wobei nicht am selben Tag, weil es ist mittlerweile irgendwie 3 Uhr nachts oder so. In gewissem Sinne, warte, wie spät ist es? 2 Uhr 45. 55, sorry. Konnte ich von hier aus gerade leider nicht erkennen. So, wir haben ein klares Ziel. Und zwar alte Mine. Und dort gucken, was so mit den Minecrawlern abgeht. Man darf auch nicht alles glauben. Das kriegen wir hin, würde ich sagen. Was fehlt uns denn noch? So viel fehlt uns gar nicht mehr. Also klar, ist immer noch ein ordentliches Stück, aber... Sobald wir 100 Stärke haben, würde ich auch ganz gerne von dem einen Typen da mal ein bisschen lernen. Also, ein bisschen lernen. Der Typ, der auf den Reisfeldern da arbeitet, kann uns ja einen Stärkepunkt for free geben. Und damit quasi über das Maximum der Stärke hinaus. So, ich erinnere mich, dass ich hier die Viecher nicht platt gemacht habe, deswegen werde ich das jetzt machen. So, hier hinten waren ja, glaube ich, irgendwo noch Mallrats. Da hinten, genau. Die machen wir ganz einfach platt. So, ich brauche die jetzt auch nicht looten, weil das bringt mir eh nichts. Varane würde ich schon looten, weil die geben uns jetzt auch Krallen. Glaube ich jedenfalls, dass es Krallen sind. Da ist ein Scavenger, von dem können wir nichts weiter Neues abnehmen. So, die Blutfliege nehmen wir auch noch schnell mit. Kommst du her? Da fällt mir gerade nur ein, wo noch, wo ich noch EP abgreifen kann. Und zwar, wenn man hier die Schlucht runter geht, da waren wir auch noch nicht drin. Jetzt hier gerade mal rumliegt, nehme ich es einfach mal mit. Steinwurz. Und zwar haben wir hier ein paar schwarze Goblins. Die hauen wir mal eben weg. Ist der so weit weg? So, die zwei auch noch. Zack. So, die haben wir schnell mal eben weggehauen. Entschuldigung, holen wir uns hier schnell die Tränke und das ganze Kram. Das, was wir jetzt dabei haben, brauche ich jetzt nicht looten. So, haben wir die auch. Dann haben wir hier noch ein paar Lurker. Weil so viel Stärke, dass wir einfach alles one hätten. Ist hier hinten noch ein Lurker? Da hier ist doch bestimmt noch einer. Ah, sag ich doch, da hinten versteckt sich noch einer. Einfach eine rübergehauen. So, ja, auf der anderen Seite sind auch wieder Viecher. Ich wollte allerdings erstmal hier in den Wasserfall reinschauen. Das habe ich beim letzten Mal noch nicht gemacht. Das könnte jetzt ein bisschen laut werden. Das geht eigentlich noch. Habe ich beim letzten Mal nicht mal reingeschaut, weil ich irgendwie immer wieder denke, dass hier in diesem Wasserfall ein Lurker drin ist. Aber irgendwie ist er hier nicht. Ich denke es trotzdem immer wieder. So, hier haben wir ein bisschen Krams. Nicht weiter wichtig, aber haben oder nicht haben. Ist auf der anderen Seite noch was. Können wir hier wieder raus.
So, hier haben wir wieder den Goblin stehen. Machen wir da hinten noch schnell die zwei Blutfliegen platt. Und ich bin am überlegen, hier gerade nochmal den Wald nochmal auszuräubern. Da haben wir unser Level up. Jetzt will ich ja überlegen, nochmal komplett zurückzugehen und nochmal 100 Stärke zu lernen. Und wenn ich gerade mal im Wald bin, mache ich zuerst mal den Wald leer. Jetzt weiß ich wieder sehr viel Grinding hier. Das macht mir einfach viel zu viel Spaß, die ganzen Viecher platt zu machen. So. Ich habe gerade überhaupt nicht mit System irgendwie großartig versuche, so effektiv wie möglich, so schnell wie möglich diesen Wald hier fertig zu kriegen, sondern einfach irgendwie kreuz und quer irgendwo rumlaufen. So, hier hinten müssten die Snap eigentlich auch nochmal gerespawnt sein. Ja, wenigstens einer. Ich wollte jetzt auch nicht mehr speichern. So, die sind mittlerweile auch kein Problem. Von denen kann man auch Krallen und Zähne abnehmen. Können wir hier speichern. Ja, dann gucken wir mal. Hier sind doch bestimmt noch irgendwo Blutfliegen und Wölfe und so ein Kram. Also eigentlich müssten die hier noch irgendwo andere Viecher sein. Jetzt bin ich gerade aus Versehen mal kurz gegen das Mikro gekommen. Das tut mir furchtbar leid. Hier ist noch was. Genau. Da sind noch Scavenger. Da müssten eigentlich auch noch Blutfliegen sein. Genau. Fliegt hier immer um uns herum. Da steht noch ein Scavenger. Müsste hier Mollrat sein? Ne, schade. Aber hier müsste noch was sein. Auch nicht. Sehr, sehr schade. Gehe ich jetzt aber trotzdem mal durch die... Ja, hier vielleicht ein Wolf? Ne. Jetzt nochmal hier durch die Unterführung durch. Da ist ein Wolf. Den können wir jetzt schon ein bisschen was mehr abnehmen. Ja, okay. Wolfsfell und Zähne. Ich dachte, Krallen vielleicht auch. Das war dann, glaube ich, erst im zweiten Teil so, dass man den von denen auch Krallen abnehmen konnte. Jedenfalls habe ich es halt einfach so in Erinnerung gerade. So, haben wir hier auch nochmal alles platt gemacht. Ja komm, ich gehe nochmal kurz zum neuen Lager und lerne die vollen 100 Stärke. Kann ich auch eben zeigen, wie man sich da den einen Stärkepunkt for free holen kann, wenn man sich den überhaupt noch holen kann. Weil ich weiß nicht, ob man sich den holen kann, während man schon eine Gemeinschaft sich angeschlossen hat. So, hier gehen wir mal einen anderen Weg hier in das neue Lager rein. Ich habe viel Schleim im Hals momentan, ich trinke mal schnell was. Schöner Tee. So, ich weiß nicht mehr genau, wie das da funktioniert, aber ich krieg das schon irgendwie auf die Reihe. Ich muss hier irgendwie mit so ein paar Leuten reden, vielleicht mit ihm. Pock! Sei gegrüßt! Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen.
Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Alles klar. Ach ja, Goffikumor. So, hier haben wir doch Rufusch. Hallo. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Tja, den haben wir schon einmal ordentlich aufs Maul gegeben. Ich weiß nicht mehr genau, wie das mit der Quest hier funktioniert, dass der uns da ein bisschen Stärke beibringt. Um genau zu sein, einen Punkt for free. Hat ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, ich krieg das noch hin. Ich meine, man muss irgendwo hier hin und dann labert da irgendjemand mit mir. Irgendwas war da. Naja, hier nicht. Irgendjemand hat mir da irgendwas. Irgendwer war da, der hat das gesagt. Kann ich hier hochspringen? Nee, schade. Ja, wie kommen die anderen hier hoch? Ist hier irgendwo eine Leiter, die ich übersehen habe? Ja, Tatsache. Ich muss mit irgendeinem Bauern labern, das weiß ich. Ich bin hier noch nie lang gelaufen. Noch nie. Ja, hier nochmal hoch. Ist klar. Typ war gerade einfach weg. Okay, hier bin ich echt noch nie lang gelaufen. Hier war ich noch nie oben drauf. Hier ist nochmal eine Leiter gewesen. Alles klar, mein Typ verschwindet einfach hin und wieder mal. Gut, ich gehe wieder runter. Dann gehe ich mal in der Kneipe nachschauen. Oh. Oh Gott, ich dachte schon, dass ich verreck jetzt hier. Da gerade jemand? Oh. Mal gucken. Ja, irgendein Bauer redet davon jedenfalls. Gequatscht mit viel. Hallo! Ja, du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Erstmal. Ich weiß nicht mehr, wo der Typ ist. Ich gehe erstmal die Stärkepunkte da investieren. Vielleicht war da auch nur zu einer bestimmten Tageszeit, das kann auch sein. Das weiß ich leider nicht. Oh, stimmt, ich kann
nochmal mit Kronos sprechen, weil ich ja seine Nachricht überbracht habe. Kriege ich vielleicht noch was für? Speichern. Ich habe deine Nachricht überbracht. Ah, gut. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Mühen. Alles klar. Geh zur Seite! Ja, beruhig dich mal. Ich möchte... Hat er mittlerweile eigentlich... Oh, sorry. Wieder volle Kanne gegens Mikro. Hat er... Das wäre schön, das wäre schön. Das kostet gar nicht mal so viel. Das passiert mir. Noch, ja, die Vögel, ja, schöne Dinger, die kaufe ich mal beide. Ich dachte, das ist schon lange nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, brauche ich mal das Zeug hier weg. Ja, die Fackel brauche ich jetzt auch nicht. Den Rest bezahle ich jetzt einfach mal mit. Ich dachte, das wird schon lange Dingens. Erz. So, damit haben wir schon ordentlichen Stärkewert. Und zwar gleich quasi 115. Das ist schon einfach nur mega lächerlich. Psst. Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Hi ho, Kumpel! Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Interessiert mich aber gerade nicht. Aber ich komme drauf zurück. So, dann wollen wir mal zu Laris. Sorry, dass ich beim letzten Mal umgehauen habe. Da kann man doch bestimmt ein Bier drüber trinken, oder? Hallo. Gut. Vergessen wir unseren kleinen Streit. Ich will mich verbessern. Wie viel habe ich denn jetzt? Ah. Das kann ich leider nicht mehr mit dem Fünferding machen. Einmal noch. So, denn jetzt heißt es nämlich... Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Genau. Wir sind am Max-Cap. Das heißt, ich werde mal hier diese beiden Ringe ablegen. Wir legen diese beiden Ringe an und jetzt sind wir bei 115 Stärke. Das ist schon ziemlich heftig. Ich überlege gerade. Wer ist denn das da? Ach, der. Gut, dann gucke ich jetzt für mich nochmal wegen dem einen Typen um, der uns da irgendwas sagen kann. Wegen dem Free-Stärkepunkt. Er müsste eigentlich da bei der Hütte da sein, wo die ganzen Typen schlafen. Oder ist es einer von den Leuten hier auf den Feldern? Ich gucke hier nochmal alle Leute durch. Die Leute mit Namen. Okay, das ist der Typ, bei dem wir den Stärkepunkt da bekommen. Irgendwer hat hier bestimmt schon einen Namen. Okay, Rufus haben wir schon gelabert. Bauer. Hock haben wir auch schon gelabert.
alles Bauern.